Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich mache mal eine kleine Message hier für euch. Lasst uns mal schauen, was hier so los sein könnte. Ob diese Message natürlich so klein bleiben soll, weiß ich nicht. Ich plane das in dem Sinne nicht vor. Ich spreche einfach nur, was hier für Energien auf den Tisch legen. Die könnten wichtig sein für dich. Jelle, so, lass uns mal losschießen hier. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften, was darf ich heute Schönes erzählen? Okay, danke schön. Dazu kläre ich das Ganze natürlich gleich noch auf. Und wem das Mischen zu lange dauert, der spult einfach bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, der bleibt bitte dran. Bitte gib mir Botschaften für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Worüber darf ich heute erzählen? Was könnte wichtig sein? Dann gehe ich über, welche Cartages haben wir hier? Die nehme ich hier noch. Was könnte hier wichtig sein? Gib mir eine Message, please. Dankeschön. So, dann lasst uns mal gemeinsam einsam reinschauen. Was haben wir hier? Oh mein Gott, wir haben die Reise des Glücks. Ich lege gleich auf. Wir haben die Acht der Luft. Und wir haben tatsächlich sich gegenseitig kennenlernen. Hier ist eine wunderschöne Message für euch. Es ist so, dass hier jemand, hier will dich jemand kennenlernen. Also hier hat jemand wirklich Bock auf dich. Hier passiert jetzt auch nichts Negatives. Also ich habe heute eine richtig schöne Energie für dich, falls du aktuell dabei bist, im Internet irgendjemanden kennenzulernen oder du hast einen neuen Job begonnen oder irgendwie bist du umgezogen, hast einen Nachbarn kennengelernt oder irgendwas tust du hier, dass du mit jemandem hier gerade im Kontakt bist oder zukünftig hier wirklich in Kontakt kommst. Und dieser bestimmte König oder diese bestimmte Königin möchte, dass ihr es miteinander, das hört sich jetzt auch wieder an, ne? Dass ihr es treiben lasst und dass ihr es vielleicht auch miteinander treibt. Ich weiß nicht, jemand ist wirklich positiv eingestellt oder wird jetzt positiv in deine Richtung eingestellt sein. Und man hat auch Bock, mit dir einfach mal einen Ausflug zu machen, den Tag zu verbringen. Halt einfach ohne großes Gegagel hier, was ich hier einfach sehe. Jemand mag dich, es ist im Flow. Jemand hat Bock, dich einfach auch näher kennenzulernen und hat da auch schon die ein oder andere bestimmte Frage an dich. Hat sich vielleicht bisher noch nicht so wirklich getraut, sich hier auch irgendwo zu zeigen. Oder du hast es noch gar nicht so richtig gemerkt, weil hier ist nämlich eine Situation, wo du das Gefühl haben könntest, dass du hier irgendwie in die Falle tappen könntest mit diesem König oder mit dieser Königin, die jetzt vielleicht auch neu auf dich zukommt. Ja? Also da kann es tatsächlich sein, dass jemand wohlgesonnen ist in deine Richtung, aber du einfach für dich spürst, dass du jetzt Angst hast zu handeln. Ja? Eben aufgrund der Erfahrungen, die du hier schon gesammelt hast mit irgendeinem bestimmten Typen, mit irgendeiner bestimmten Kirsche, kannst du dir hier gar nicht mehr vorstellen, dass hier noch irgendwo die Reise ins Glück für dich hier vorbestimmt ist und dass hier jemand Bock hat, dich hier näher und intensiver kennenzulernen, ohne dass man mit der Intention dahinter dich hier irgendwo verarschen will. Ja? Also das kann wirklich sein. Du könntest dir verarscht vorkommen von Typen, von der Kirsche und er oder sie meint es aber wahrhaftig ehrlich und ernst. Aber du könntest hier sagen, boah, da warte ich jetzt mal lieber noch eine gewisse Zeit. Nicht, dass ich hier wieder in die Falle getappt bin. Also so geht es ja hier nun auch nicht. Ne? Und dementsprechend ziehst du dich oder könntest du dich hier einer Reise ins Glück eher zurückziehen,
Ja, ist aber auch verständlich, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, wenn ich so sehe, was hier manchmal für Energies rumkreuchen und fleuchen, ist es halt auch irgendwo verständlich, ne? Dass du dir dann so denkst, boah, da schaue ich jetzt lieber noch mal genauer hin oder reagiere erst gar nicht so wirklich drauf. Also hier sind gebrandmarkte Kinder, meine Lieben. Was war hier losi bei dir? Was war hier losi bei dir? Was war losi bei dir, weil du hier so gebrandmarkt bist? Ich meine, intuitiv kriege ich schon rein, aber vielleicht haben wir ja auch eine Karte, die uns sagen möchte, was hier so losi war bei dir. Dass es dir schwerfällt, jetzt jemand Neues hier eine Chance zu geben, neu zu vertrauen. Und ich sehe aber hier wirklich eine Prognose, die echt die Reise ins Glück ist, ja, wo man wirklich in dem Sinne authentisch und ehrlich Lust hat, dich hier kennenzulernen. Und du kriegst hier irgendwie Muffensausen. Boah, schau dir das mal an, ne? Ist auch eine sehr interessante Karte hier. Ihr kennt die Karte, die 5 der Münzen. Das ist die Krisenkarte. Und schaut mal, wie leer die hier ist in diesem Deck, weil das ist nämlich die Before-Karte, wo ich mit euch gemeinsam schaue, ja, was ist denn hier losi gewesen? Ja, also auch hier habe ich eine Situation, wo du dich mega einsam gefühlt hast in einer bestimmten Verbindung oder wo man dich wirklich gefühlt hat. Alleine hat stehen lassen, ja. Schau mal, wir haben hier den Hund, der eben da auch hier, wenn ich es jetzt intuitiv reingehe, auch irgendwo anzeigt, wie man dich mit deiner Treue, mit deiner Zuverlässigkeit hier irgendwo gefühlt im Schnee, in der Kälte hat stehen lassen, ja. Jemand hat dich hier irgendwo gar nicht erst reingelassen, ne? Und ja, gefühlt standest du hier bitter, bitter kalt irgendwo in der Gegend rum und hast es wirklich nur gut gemeint. Und ja, jemand hat dich einfach draußen gefühlt vor der Tür stehen lassen. Es war kalt, es war Winter, es hat geschneit. Vielleicht auch nicht, es muss nicht Winter gewesen sein, aber was war hier los? Naja, man hat dich einfach eiskalt gefühlt abserviert, ne? Und jetzt kommt jemand, jemand hat das nicht vor, dich eiskalt abzuservieren. Und ja, du denkst dir, nee, 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 nee. Das hatte ich schon mal, das Schauspiel, das brauche ich nicht nochmal. Und aus Angst sagst du dir dann vielleicht, nee, brauche ich nicht. Oder jetzt lasst uns mal hier reinschauen, was du hier aktuell selbst noch zu sagen hast. Na, kommt her. Ach, da will man immer exklusiv mischen, ne, und kriegt es nicht geschissen. So, Babys, aktuell, was ist bei dir der aktuelle Stand, mein Hase? Nee, ich will es spüren. Ach, na, guck dir das mal an. Huch, die 3 der Schwerter. Ja, also bei dir ist hier, ja, du bist noch nicht so weit, mein Hase. Für eine neue, um wirklich hier was Neues einzugehen, da bist du irgendwo noch nicht so weit. Nee. Also, dieses dich da alleine stehen lassen, dieses vielleicht Ghosting, ja, vielleicht von heute auf morgen hat man sich hier verpieselt. Es ist so interessant, ja, schaut euch das mal an, wie sehr das passt, ne? Dieser treue Hund wird einfach draußen stehen gelassen. Eiskalt. Na? So, und jetzt ist hier eben Enttäuschung. Du bist enttäuscht. Dein Herz ist sowas von durchgerammt, dass du genau so eine Scheiße hier einfach nicht mehr brauchst. Es ist so. Es wiederholt sich immer mehr, es ist so. Du brauchst diese Scheiße, die dir hier passiert ist, einfach nicht mehr. Und da bist du jetzt hier scheinbar lieber einfach vorsichtig. Ne? Jetzt will ich trotzdem mal mit euch gemeinsam einsam reinschauen,
was hier die Zukunft verspricht, trotzdem mit diesen Typen oder mit dieser Kirsche. Wir haben The Tower. Schau dir das mal an. Eieieiei. Also zusammen hier mit den Turmen. Eieiei, was sind das hier für krasse Energies? Es ist aber die Aftercard, ne? The After. Und zusammen mit den Turm habe ich einfach hier, dass du dich zukünftig genau von diesem Herzschmerz, von diesem Kummer, davon wirst du dich befreien. Ja, das ist der Durchbruch gefühlt zur Freiheit hier. Und du wirst auch von genau diesen Verkrustungen aufbrechen. Das heißt, klar, du wirst das hier schaffen, du kommst hier raus. Eieiei, also hier hat man dir wirklich ganz schön viel Leid angetan, das muss ich sagen. Und das war auch eine Situation, wo man dich auch hat in einen viel zu engen Rahmen gelassen. Ja? Also das heißt, hier, du darfst zwar bei mir sein, aber du kannst nur so weit bei mir sein, wie ich das bestimme. Ne? Und wenn man dann so egoistisch ist und dich da draußen in der Kälte stehen lässt. Ja. Man hat dich doch erst gar nicht wirklich rangelassen. In dem Sinne, warst du ja wirklich nur am seidenen Faden hier. Ich weiß nicht, man hat dich einfach am langen Arm verhungern lassen. Man war scheiße zu dir. Man hat gelogen, man hat vielleicht wirklich betrogen. Man hat versucht, die Dinge so zu manipulieren, wie nur zugunsten für den anderen hier. Und am Ende habe ich, vielleicht hat man das sogar auch ausgenutzt. Ne? Jemand wusste, du hattest Gefühle für jemanden und das war, ne? Ist mir doch scheißegal, ob du hier Gefühle hast oder nicht. Ich benutze dich hier nur zum Zweck. Ne? Bis hierher und nicht weiter, leck mich am Arsch. So, und dann hast du es hier aber förmlich wirklich mit einer kranken Socke zu tun gehabt und das brauchst du nicht in deinem Leben. Du brauchst nicht so ein krankes Arschloch, wie ich den auch hier in dieser Legung wieder liegen habe. Ne? Was willst du denn mit so einem Typen? Kannst du echt keinen Krieg gewinnen? Was willst du mit einem Typen, wo du nicht weiter mitgestalten kannst in einer Verbindung? Ja, was willst du mit einem Typen, der immer nur das Sagen hat? Was willst du mit einem Typen, der dich permanent verarscht? Warum? Warum bleiben da manche noch bei diesen Typen? Weil sie ein heißer Liebhaber sind? Boah, sorry, ey. Da gibt es andere Mittel und Wege, wo ihr euch noch selbst befriedigen könnt und ihr seid seelisch aber irgendwo auf einem ganz anderen Level. Ja? Ich kann es nur wieder so nennen, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich hasse langsam dieses Wort, aber da gibt es echt Frauen, die bleiben bei den Typen, obwohl der Typ die Alte ganz ungerecht behandelt. Warum? Ich raff das nicht. Weil der Sex so gut ist, weil dieser Typ so geil lügen kann. Ich meine, man riecht doch die Lüge schon. Man riecht es doch, man sieht es doch. Und viele wollen nicht hinsehen. Und genau das habe ich hier. Ich habe jemand wird aber hinsehen und genau den Scheiß hinter sich lassen. Aber schau mal, was das hier mit einer bestimmten Person gemacht hat. Die hat hier das Glück, die Reise ins Glück. Jemand hat wahrhaftige Absichten und kommt aber in dem Leben hier jetzt gar nicht weiter, weil man hier ist, hat so Missbrauch auch stattgefunden, ne? Und vielleicht noch vor den Augen, vor deinen Augen vielleicht noch mit anderen Frauen geflirtet, vielleicht noch wirklich offen zugegeben, dass man hier mit anderen Weibern noch was am Start hat. Und du sollst noch dankbar dafür sein, dass er ehrlich ist, dafür, dass er andere Frauen hier noch wegflext. Und hier ist etwas wirklich eiskalt manipuliert abgelaufen. Hier ist eine Situation, wo du heute noch dran zu nagen hast oder du wirst es. Aber ich sehe auch, dass du die Kraft haben wirst, dich genau von diesen dir selbst erlegten engen Rahmen wirklich zu sprengen und das Alte loszulassen. Und es ist, nochmal, ich wiederhole, wirklich hier ein Typ, wirklich eine Kirsche an deiner Seite. Er oder sie hat wahrhaftige Absichten.
Aber du sagst dir irgendwie, nee, das war mir zu krass, das war mir zu hart. Was in dem Sinne auch richtig ist, weil man soll auch nicht von einer Beziehung in die nächste Beziehung gehen. Ne? Man sollte hier auch ein bisschen mehr Freiheit für sich noch gewinnen, um noch ein bisschen mehr zu heilen. Also ich sehe, dass du vorsichtiger sein wirst. Aber wenn du in diesem Szenario steckst, habe ich hier einfach für dich, dass es jemand ehrlich meint. Ja. Guck mal, hier heißt es, du musst das alles nicht alleine überwinden. Nimm hier Hilfe von einer guten Freundin an, von einem guten Freund. Du musst das nicht alles in dich reinfressen. Ja, auch wenn du denkst, du bist heute schon überm Berg und das ist ja jetzt schon so lange her. Nee, hier ist eine Situation, da bist du noch nicht überm Berg, mein Engel. Na, schau dir das mal an. Wir haben, guck mal, die Liebenden sind hier, die sind auch schon da. Ja, folge deinem Herzen, tiefe emotionale Verbindung, die Macht der Liebe, die will auf dich zukommen. Ja, es gibt so vieles, wofür du dankbar sein kannst. Also, ach, mein Engelchen, sei nicht traurig. Wirklich, sei nicht traurig. Das ist eine Sache. Du brauchst, ey, ohne Scheiß, ich würde das jetzt noch mal betonen, was ihr macht, das müsst ihr selbst wissen, ne? Aber jetzt ehrlich, du brauchen, egal, du brauchst keinen Typ, keine Kirsche, der oder die vor deinen Augen mit anderen Männern, mit anderen Frauen rumvögelt, der oder die selbst entscheidet, wann man sich bei dir meldet, wann nicht, der oder die den einen Tag Lovebombing betreibt, wie geil und toll du bist, und den anderen Tag dich abschmettert, als wärst du der letzte Dreck. Du brauchst so eine scheiß beschissene Verbindung nicht. Lass das los, wirklich. Manche, die hängen sich wirklich Monate, Jahre lang an so eine beschissene Verbindung, wo sie sich frühs fragen oder drauf gucken, wie die Täubchen im Futtertrog, ne? Habe ich heute Futter bekommen? Wann bekomme ich Futter? Die klotzen aufs Handy jeden Tag. Wann hat er geschrieben? Wann hat sie geschrieben? Oh, wann kommt eine Antwort? Und ihr braucht so einen Scheiß nicht. Das ist Bullshit. Und dann kommt hier ein Typ, eine Kirsche, er oder sie meint es wahrhaftig und ihr erkennt ihn oder sie nicht, weil ihr hier wie die Taube im Futtertrog hängt und immer noch hofft, dass eine Message von ihm oder von ihr reinkommt, wo ihr aber behandelt werdet wie der letzte Dreck. Sorry. So, ihr könnt in die Kommentare unter das Video schreiben, ist meine Meinung dazu, dass man sein Leben auch besser verbringen kann, als sich hier aufzuhalten. Und dann haben wir hier die Liebenden, mein Engel. Du darfst dankbar sein für all das, was du dir hier aufgebaut hast. Ich habe für dich ein reiches, beglückendes Familienleben, zukünftig wahrscheinlich auch. Oder hier will das auch jemand mit dir, ja? Also jemand will hier emotionale, tiefe Verbindung. Jemand will hier zusammen mit dir einen Krieg gewinnen. Richte die Augen auf eine Verbindung, die vielleicht ruhiger scheint, die dir vielleicht langweiliger vorkommt als dieses Heckmeck und hin und her mit dieser anderen Verbindung. Ich weiß, es ist immer alles leichter gesagt als getan, aber heute wollte ich hier noch mal einen Weckruf rausbringen, dass ihr bitte euch nicht an so einen Typen festhalten sollt, der hier irgendwie nur am Lügen und Betrügen ist. Guck mal, schau dir das an. Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Befreie dich. Und ich kann dir auch aufzeigen, was da auf dich zukommen könnte, wenn man sich wirklich befreit. Nichts kann dich aufhalten, mein Engel. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Ihr müsst das Glockengeseil da noch aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Message von YouTube, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich hab euch lieb. Ciao.